empfinde den Abend als einen wichtigen Abend zur richtigen Zeit. Die transatlantische Partnerschaft, die Partnerschaft zwischen unseren Ländern, den Vereinigten Staaten und Deutschland, sie braucht belebende Impulse und bedarf der Selbstvergewisserung und der Stärkung. Und im Rahmen dieses Festes, dieser feierlichen Preisverleihung, kann so etwas geschehen. Das ist gut. Und wir können es in der Tat gut gebrauchen. Die amerikanische Handelskammer in Deutschland ist seit mehr als einem Jahrhundert eine der wichtigen Institutionen und eine der verlässlichen Konstanten in unseren engen bilateralen Beziehungen. Wir beschäftigen uns, wenn wir solche Institutionen auszeichnen, ja auch nicht mit dem, was Randgruppen nun besonders schätzen, sondern was wirklich im Herzen unserer Kultur geschieht. Wenn wir das wissen, dann können wir auch gelegentlich mal Belastungen ertragen, wie sie zuletzt aufgetreten sind zwischen unseren Ländern. Wir schauen sie dann an, nicht mit einem unkritischen Blick, aber als etwas, das wir gestalten können und wenn wir Belastungen haben, dass wir sie überwinden wollen. Unsere Länder haben immer wieder bewiesen, dass sie dazu imstande sind. Und ich bin sicher, bei den wichtigen Erfahrungen, die wir Deutschen mit den Vereinigten Staaten gemacht haben, gerade im Prozess der Wiedervereinigung der beiden Deutschlands, der für viele unserer Landsleute von zentraler Wichtigkeit, sich einmal noch die Rolle vor Augen zu führen, die die Vereinigten Staaten in dieser Phase nur, ich spreche gar nicht von anderen Erfahrungen, gehabt haben. Das zeigt doch, wie groß unser Interesse sein muss, vorhandene Differenzen in einem offenen und freundschaftlichen Diskurs zu lösen. Und ich bin sicher, dass Sie alle, meine Damen und Herren, Ihren Teil dazu beitragen können. Mir ist es wichtig, dass wir Freundschaft und Dialog gerade dann pflegen, wenn es Kräfte gibt, die ihn gerne beenden würden. Die angestrebte transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft zum Beispiel kann den Wohlstand auf beiden Seiten des Atlantiks mehren. Arbeiten wir daran, die Pläne umzusetzen. Wir haben allen Grund, meine Damen und Herren, unsere Freundschaft zu pflegen, auszubauen und gemeinsam die Chancen der Zukunft zu nutzen. Wenn wir uns in die jeweils andere Kultur vertiefen, werden wir vieles sehen, was uns am anderen selbstverständlich und plausibel erscheint und manches auch, was uns eigenartig, gelegentlich auch ein wenig fremd vorkommt. Aber auch darüber können wir uns freuen. Wir werden bei alledem erkennen, dessen bin ich mir ganz sicher, bei weitem überwiegt, was uns gemeinsam ist. Bei weitem überwiegen die Werte, die wir gemeinsam schätzen, gemeinsam bewahren und hoffentlich gemeinsam verteidigen. Bei weitem überwiegt das Verständnis füreinander und bei weitem überwiegen die gemeinsamen Anschauungen über die Welt. Ganz besonders wichtig ist es, dass uns am anderen etwas fasziniert, etwas begeistert. Und hier hat die AmCham mit ihren diesjährigen Preisträgern voll ins Schwarze getroffen. Was für die beiden heute geehrten zu ehrenden Orchester und ihre jeweilige Wertschätzung gilt, das gilt auch für viele Bereiche der Kultur. Wir schätzen ja, wir bewundern die kulturellen Spitzenleistungen der jeweils anderen. Wir verstehen daran auch immer wieder, wie sehr uns unsere Kulturen verbinden. Und indem wir heute zwei der berühmtesten Klangkörper ehren, auszeichnen und ganz fröhlich und festlich diesen Abend gestalten, stärken wir auch die transatlantische Partnerschaft.